Gästeführer, die das 70. Lebensjahr überschritten haben, dürfen neuerdings keine Führungen mehr im Hessischen Landtag durchführen. Halten Sie diese Entscheidung für vertretbar oder sehen Sie darin einen Fall von Altersdiskriminierung? Ich halte das nicht für vertretbar. Die Jungen haben nicht nur das Sagen, auch die Alten sind noch in und die Frau, die das machen möchte. Ich finde das in Ordnung. Vielen Dank. Gerne. Ja, das ist schon ein Stück weit Altersdiskriminierung, weil ich denke, dass die alte Dame, soweit sie sich imstande fühlt, noch motiviert ist, es durchaus noch machen sollte. Wenn die Dame fit ist, und dann sollte sie das machen, solange wie sie kann. Und anders ist das eine Diskriminierung. Dankeschön. Das ist schon ein Fall von Altersdiskriminierung, weil ich sage mal, wenn ein älterer Mensch in der Lage ist, sowas zu machen, und er soll es machen, aus dem einfachen Grund, er trägt dafür das Allgemeine zu. Und aus diesem Grund sage ich mal, alle Leute, man soll nicht alte Leute irgendwo abnabeln und irgendwo nicht mitmachen lassen. Ich bin eigentlich dafür, dass alle Leute auch integriert sind, so etwas zu machen. Also ich gehe davon aus, wenn die Dame fit genug ist und das unterhaltsam macht und die Gäste eben amüsiert sind oder spannend sind, nicht so langweilig das finden, dann kann sie das ruhig weitermachen. Aber das ist jeweils individuell zu entscheiden. Ja, wenn ich das so höre, was da los ist mit den älteren Leuten, dass sie durch neue ersetzt werden, die jüngere sind und studiert haben, finde ich das, das ist gegen Ältere. Das finde ich einfach nicht okay, weil ich auch alte Eltern habe und die können das nicht machen. Ich bin der Meinung, man sollte jedem die Chance lassen, so lange berufstätig zu sein, solange er sich fit fühlt und es ihm Spaß macht. Und sollte nicht aus irgendwelchen Zahlengründen einen Mensch nach Hause schicken und ihm die Möglichkeit verwehren, sich einzusetzen. Also ich finde auf jeden Fall, dass das ein Fall von Altersdiskriminierung ist. Man sollte von diesen Dingen so ausgehen, wie derjenige, der das macht, wie der sich körperlich fühlt. Wenn er fit ist, soll er das machen, und wenn er halt nicht mehr so fit ist, sollte er halt in Ruhe seine Rente genießen. Das ist eindeutig Diskriminierung. Für mich. Ja, und warum? Warum sollen Menschen mit 70 und über 70 nicht fit sein und noch solche Ämter bekleiden? Der Herr Gauck ist auch über 70 und, was ist er? Bundespräsident. Also. Ich stimme also eher der Altersdiskriminierung. Das finde ich nicht gut. Ich meine, die Leute, die sind so weit fit, die kennen sich in dem Haus so gut aus, und da sehe ich das also nicht für richtig an, wenn man sie praktisch abschafft. Also ich finde das nicht richtig, die Entscheidung. Ich finde auch ältere Leute, die noch fit sind, haben doch eine tolle Aufgabe damit gefunden, und ich finde das sehr diskriminierend. Ich halte es eigentlich nicht für vertretbar, aber ich weiß nicht, ob man gleich von Altersdiskriminierung, bewusster Altersdiskriminierung sprechen kann. Meine Präferenz wäre, dass man eine Einzelfallregelung bevorzugen könnte. Wenn Indizien dafür sprechen, dass jemand nicht mehr körperlich oder geistig dieser Gästeführungsaufgabe nachkommen kann, dann sollte man in einem Einzelgespräch im Konsens mit der betreffenden Person handeln. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Auskunft. Sie schließen sich so also an. Auf jeden Fall finde ich es auch diskriminierend, wenn man eine Altersgrenze von 70 Jahren setzt. Und es gibt so viele fitte, ältere Menschen, die auch noch gerne ehrenamtlich irgendwas arbeiten wollen und sind auch eine Bereicherung, denke ich, für jüngere Menschen.